Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet of Lana. Wir sind gerade ein bisschen unter der Erde unterwegs und haben in der letzten Folge so ein extremes Rätsel, was für mich extrem war, weil wir erstmal die Hinweise nicht so ganz gefunden hatten, die ich gebraucht habe. Aber bevor wir richtig loslegen, würde ich euch einmal darum bitten, ein kleines Däumchen nach oben da zu lassen, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann geht es auch schon los. So. Also, einmal bitte hier hochgehen. So, wir decken das mal hier zu. Sordle. Du kommst jetzt hierher. Und jetzt tust du das Schneckentier hier ein bisschen. Okay. Reicht das? Ah, das reicht, um dann hier hochzukommen. Achso. Warte. Und jetzt musst du dich wieder zurückdrücken. Sehr gut. Also rein damit. Konzentration. Ach so. Komm, komm. Bist du da? Bist du da? Ich höre es doch schon. Tageslicht. Tageslicht. Puzzleteile haben wir mit Sicherheit auch schon übersehen in dem Spiel. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht komplett haben bis zum Ende. Aber mein Gott. So. Wir machen das jetzt so, dass du nicht stirbst beim Fallen. Wir sind doch etwas oft in der Höhle gestorben. Das war nicht so mein Plan. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob wir am Ende unsere Familie, generell unsere Leute aus dem Dorf, wiederfinden. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Na nix. Da, 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 da. Bist du da nicht hoch? Bist du da noch am Anfang? Bist du da hochgekommen? Okay, warte. Dann schiebe ich das so ein bisschen mittig, wo ich auch weiß, dass ich da hinkomme. So. Okay, dann einmal hier hoch. Ist hier noch kein Muskelkater in der Armart, so oft wie die sich irgendwo hochzieht.
Jetzt ist auch schon wieder irgendein Rätsel über uns. Bubbler. Ah, ich habe, glaube ich, eine Idee. Okay. Okay, da oben können wir gerade eh nichts machen. Ich habe die Vermutung, dass wir hier hin müssen. Och Mann. Kitty, du musst hier mal sitzen bleiben. Setz dich mal dahin jetzt. So, Kitty, jetzt kommt deine Chance. Ah, ich kann halt auch nicht so lang. Ach so, du bleibst dann einfach hier drauf. Ja, okay. Ja, dann. Bleib einfach da drauf sitzen. Ist okay. So geht's natürlich auch. Komm da sonst nicht hoch. Hier ist nichts, okay. Oh oh. Gleich kommen wieder die Roboter und bedrohen uns. Ich sehe uns schon sterben. Ja, es war mir doch klar. Es war mir doch so klar. Okay. Klaus. Klaus, wo gehst du hin? Klaus ist oben. Ich denke mal, wir müssen hinter ihm so her. Der wird jetzt... Oh, okay. Geht er jetzt auch wieder runter? Okay. Ich dachte, er kommt jetzt auch wieder runtergesprungen. Wie kriegen wir dich da weggelotst? Muss irgendwo ein Erdloch sein. Hoch, 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 hoch. Aber wo ist dieses andere Erdloch? Da drüben.
Ach, warte. Warten, dass er uns sieht. No, 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 no. Hä? Oh, ich muss gerade von vorne anfangen. Nein, stopp, die muss ich sehen. Der Roboter muss dich sehen. Oh no, oh no! Das wird so eine Stelle, die wird mich wieder richtig stören. Das weiß ich jetzt schon. Komm, guck weg. So, du versteckst dich jetzt erstmal. So, wer weiß, wir warten ganz kurz. Nicht, dass der mich jetzt gleich wieder entdeckt. Ja, komm, dreh dich jetzt mal um. Wir verstecken uns. Ich weiß halt noch nicht so ganz, wie das funktioniert, ne? So, der sieht uns jetzt. Rot, Alarm. Was passiert als nächstes? Okay. Sobald er uns sieht, müssen wir rennen. Geschafft. Mein Gott, war so Aufregung. Es wäre fast hier runtergefallen, obwohl ich glaube, es ist okay. Wo sliden wir jetzt hin? Schau mal da ins Dunkle. Mm-hmm.
Du gehst schon mal nicht ins Wasser, okay. So. Darf ich ins Wasser? Ja, du wartest da jetzt, bis ich was gefunden habe, wo ich dich mit rüberbringen kann, weil du ja scheinbar nicht auf meinen Rücken oder auf meinen Kopf möchtest. Da oben das Stück Holz, das sieht gut aus. Hubala. Hubala. So. Komm, Kitty. Sehr schön. Dass die keine Angst hat, dass da irgendwas im Wasser dran schwimmt, ne? So eine Alge von unten berührt am Fuß. Ich würde gerne mal wissen, ob das wirklich eine Sprache ist, die dafür verwendet wird. Oder ob das sowas Erfundenes ist. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es erkennt. Es geht jetzt aber eigentlich mit den Tasten. Also wenn jetzt nicht noch sonderlich viel mehr dazu kommt, geht das Ganze eigentlich. Okay, direkt tot. Auf Anhieb tot. Komm mal hier hoch. Oder so. So geht's natürlich auch. Pamaki. Hola, Inui. Koko, komm. Koko, komm. Was bist denn du jetzt? Was bist denn du jetzt? Was bringst du mir denn? Wasser leer trinken? Wasser reinpumpen? Achso, ja gut, dass ich auf jeden Fall schon mal rüberkomme. So, da du kein Wasser willst. Passt.
Da kommen sie wieder zum Einsatz, die Arme. Ich habe schon den weiteren Tod gezählt, aber es ist zum Glück nichts passiert. Glück gehabt, würde ich sagen. So, was ist denn hier jetzt die Aufgabe? Warum kommst du nicht hinterher? Hola, Imui. Na komm. Komm, komm, Kathi. Coco, Coco, komm hinterher. Das wär's jetzt wieder gestorben, ne? Hallo. Speichert, ist das ein gutes Zeichen? Dann muss ich wieder mit Schwung drauf. Nee. Wie komme ich da oben hin? Ach. Verstehe. Verstehe. Wir gehen hier hin. Da müssen wir uns oben drüber schwingen. Die Coco denkt sich jetzt auch schon so: Mein Gott. Warum geht sie jetzt einfach ohne mich? Wir müssen es erstmal zum Einstürzen bringen. Schaukeln einmal hin und her, dass wir ein bisschen Schwung geholt haben. Ja. Warum gehst du denn jetzt weg? Blödes Vieh. Achso. Tamaki. Hallo, Mui. Fällt jetzt die Frage. Ach, hier ist ein Stück Holz, das wir holen müssen. Müssen jetzt das Holz hier durchkriegen. Weil er nicht schwimmen will, also unsere Katze. Unsere Coco.
Komm, komm. Sie war ganz kurz am Wasser, ne? Habt ihr es gesehen? Okay. Doch so langsam haben wir es, denke ich, mal raus, wie wir was machen müssen. Jetzt haben wir natürlich wieder Wasser. Jetzt bricht Coco aber ganz schön vor. Okay, jetzt müssen wir irgendwas hier machen. Ich würde ja gerne mal wissen, was hier alles früher war. Die Katze läuft. Das ist ein Speichersymbol. Hoffe ich doch mal. Ja. Sind wir in dem Gebilde drin? Ich bin ja echt mal gespannt, wo unsere Reise endet. Ob wir wirklich die andere Person finden. Das ist auf jeden Fall von diesem Blinken her dasselbe wie die Roboter. Im Kampfflugzeug könnte das Ganze natürlich aussehen. Da ist Strom drauf. Bloß nicht. Oh. Aus damit. Aber scheinbar scheint das hier noch irgendwie intakt zu sein, ne? Aber das muss schon so lange hier liegen. Oh, hier sind sogar Schaukeln. Können wir uns da hinsetzen? Ich will schaukeln. Geht nicht. Das ist uns auch keine Roboter hören, wenn wir hier jedes Mal rumbrüllen, ne? So. Da mache ich aber erstmal einen kleinen Cut für die YouTube-Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Däumchen nach oben da für mich. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut. Ciao.